Liebe Karin, es freut mich, dass du Zeit hast und dich auf dieses auf dieses Zoom-Experiment auch einlässt. Und wir freuen uns auf deinen Beitrag. Ja, hallo. Hi. Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung. Also ich bin Medienkünstlerin und beschäftige mich eigentlich nur schon seit über 10 Jahren mit esoterischen marginalen Narrativen, die oft als Verschwörungstheorie verpackt daherkommen. Ich drücke das so ein bisschen umständlich aus, weil der Begriff Verschwörungstheorie, das haben wir ja heute schon gehört, der ist sehr kompromittiert und auch irreführend. Also da weiß man nicht so richtig, was ist damit eigentlich gemeint. Sind tatsächliche Verschwörungen gemeint oder Theorien über Verschwörungen, die es gibt oder nicht gibt? Sind Aluhutträgerinnen damit gemeint? Und das ist eben prinzipiell so, dass der Begriff hauptsächlich eben auf Erklärungsmodelle angewendet wird, die außerhalb des dominanten Paradigmas stehen. Und paranoide Politik, die gibt es zwar auch, aber die wird normalerweise nicht Verschwörungstheorie genannt. Also ich denke da zum Beispiel an die Yellow Cake Papers, die ja den Irakkrieg, also den Kontext für den Irakkrieg geliefert haben und sich dann als falsch herausgestellt haben. Das wird eigentlich nicht als Verschwörungstheorie bezeichnet. Aber eben, wie wir heute schon gehört haben, so jemand wie der Historiker Daniele Ganser eben schon. Und das eigentlich nur, weil er Fragen stellt. Und da wird der Herr Butter auch recht haben. Er ist wahrscheinlich auch ein Verschwörungstheoretiker. Aber das heißt nicht automatisch, dass er ein Spinner ist, sondern es kann auch sein, vielleicht gibt es eine Verschwörung, ja. Vielleicht gibt es sie auch nicht. Aber in dem Fall wäre es eben ganz cool, wenn da eben dann jemand einmal eine Antwort geben könnte auf diese Frage, die er so gerne stellt. Was ist da mit dem dritten Gebäude, WTC-7, passiert? Warum ist es eingestürzt, obwohl da eben kein Flugzeug reingeflogen ist? Vielleicht gibt es da eine ganz normale Erklärung, eben wie Schutt oder Feuer oder wie auch immer. Ja? Also vielleicht werden die sich ja dann jetzt trotzdem mal treffen und miteinander sprechen. Ich fände das ganz cool. Ihn wird das sicher nicht von seiner Meinung abbringen, aber für so Leute wie mich, die zu viel Zeit auf YouTube verbringen, wäre das ganz cool. Also ich bin keine Verschwörungstheoretikerin. Man bezeichnet sich selbst eigentlich nicht als Verschwörungstheoretiker. Das kommt eigentlich dem Ende einer Karriere gleich, in manchen Fällen dem Beginn einer neuen, so wie eben im Fall Gansers, der ganz gut Bücher verkauft. Medienkünstlerin, ich werde jetzt kurz einen Überblick geben, was das so ist, was ich mache und wie das so ausschaut, bevor ich dann auf den künstlerischen Mehrwert von Verschwörungstheorien zu sprechen komme. Gut, also so schaut es aus, wenn ich eine Ausstellung mache. Da gibt es eben ganz viele Bildschirme, unter anderem ein überdimensioniertes iPhone, das am Boden liegt. Den dazugehörigen Film werde ich danach auch zeigen, aber ich arbeite mit einer sehr weiten Bandbreite von Medien. Also ich habe zum Beispiel auch ein Occult Coloring Book gemacht, das so eine aufklärerische Komponente hat. Einen Fake Dreamcatcher, der aus Materialien des Dark Anthropocenes besteht, also unter anderem eben Elektro-Trash-Schrott und VHS-Bänder mit Aufnahmen von MTV, Musikvideos. Und das Gute an diesem Objekt ist eben, dass das nicht nur ein ironisch distanziertes Kunstwerk ist, sondern gleichzeitig auch ein magisches Kultobjekt, das schützt vor Infowahnsinn und
auch dabei helfen soll, Meinungen, die anders sind als die eigene, auszuhalten. Das war schon immer schwierig und ganz besonders jetzt, in der Weihnachtszeit, wo die Familie zusammenkommt oder eben nicht ganz und auf allen Seiten und Ebenen Meinungsmanagement betrieben wird. Ich mache auch Memes selber. Manchmal überführe ich sie in ein anderes Medium, wie eben hier dieses Billboard, das im Rahmen der Premierenzeit in Innsbruck letztes Jahr entstanden ist. Das bezieht sich auch auf eine Werkreihe, die zentral ist in meinem Oeuvre, Decoding the Whole Truth. Das ist eben eine experimentelle Videoserie, die behauptet, verdeckte Botschaften aufzudecken in Musikvideos und anderen Bildern der globalen Medienkultur. Manchmal bezeichne ich mich sogar selbst als Medium. Hier ein, zwar kein besonders gutes, aber immerhin für den Kunstkontext reicht. Hier ein Bild in der Galerie Jünger vor ein paar Jahren. Da haben wir eine Seance gemacht mit diesem Wi-Fi-Board, das sowas ist wie eine geupdatete Version des Ouija-Boards. Und der Zusammenhang ist natürlich das Interface, über das man das steuert, das es eben auch beim Handy gibt. Und diese Ähnlichkeit von der scrollenden Hand und den Segensgestus von Jesus. Hier ein Porträt von mir in der ZIP. Das ist entstanden im Rahmen einer Arbeit für ORF3, der experimentellen Videoschiene Pixelbytes und Film. Dafür habe ich die Intros der ZIP analysiert, also es ist eine ikonologische Interpretation, eine abgefahrene von Vorspann der Nachrichtensendung, die besteht ja aus einer Erdkugel und irgendeiner Art von Darstellung der Zeit. Und die Idee dahinter ist, dass hier eben das Weltbild und Zeitgeist dargestellt wird. Und ich zeige Ihnen jetzt ein paar Ausschnitte daraus. Der nun folgende Bericht zeigt, wie das Intro der Fernsehnachrichten. Ich habe hier die Nachricht, dass mein Screensharing unterbrochen worden ist. Wir können leider das Video nicht sehen. Du müsstest das nochmal beginnen. Ja, ich habe es gerade gesehen. Ja. Ich muss sagen, okay. Gut. Die Zeit im Bild. Jetzt geht's, gell? Der nun folgende Bericht zeigt, wie das Intro der Fernsehnachrichtensendung Zeit im Bild die eigene Zeit in ein Bild fasst, also Gegenwart visuell erfahrbar macht. Alle Aufnahmen der Erde, die in den ZIP-Intros der letzten 60 Jahre vorkommen, sind Simulationen. Sie sind computergeneriert und damit genauso fiktiv wie das Weltbild, das sie zeichnen. Das Modul mit ORF-Auge und Titel weist formale Übereinstimmungen mit dem Zeichen des allsehenden Auges auf. Es ist dafür berüchtigt, mit den Illuminati in Verbindung zu stehen. Die Lokalisierung Europas in der Mitte des Bildes und die oben-unten-Anordnung reproduzieren ein eurozentristisches Weltverständnis.
Anschließend verwandelt sich diese flache Karte in ein komplexes, dreidimensionales, animiertes Piktogramm, das aus ORF-Auge, Uhr und Erdkugel besteht. Die Karte wird zur drehenden Erdkugel mit einer reliefartigen Oberflächenstruktur. Es ist beachtenswert, dass es explizit das ORF-Logo ist, das die Welt konkret werden lässt. Damit wird suggeriert, dass das Fernsehen abstrakte Sachverhalte fassbar macht. Das ORF-Logo verleibt sich die Welt quasi ein. Damit veranschaulicht dieses Bild die umfassende Machtposition, die Medien imstande sind einzunehmen. Das nebelhafte Leuchten aus der Mitte stellt bildhaft dar, dass die Nachrichten eine Sendung sind, die ausgestrahlt wird. Ich muss eine neue Freigabe machen. Also The Whole Truth, das steckt im Titel meiner Videoserie. Und wenn ich da diese ganze Wahrheit verspreche, ist damit eine Wahrheit gemeint, die jenseits von Fakten und Fiktion liegt. Also eine größere Wahrheit sozusagen. Meine Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien und diesen esoterischen Utopien, die ist eben eine künstlerische. Bei mir geht es nicht darum, zu entlarven oder zu verteidigen, sondern das, was mich interessiert, ist die mythopoetische Dimension. Von Verschwörungstheorien. Mit mythopoetisch ist gemeint, dass es hier eben Erklärungen und Narrative gibt, die nicht wahr sind oder nicht ganz wahr sind und ganz oft auch mit so einem sehr starken religiösen Komponente. Also ganz oft findet man ja so apokalyptische Endzeit-Szenarien. Bei QAnon war eben ganz oft die Rede Drain the Swamp, also so ein jüngstes Gerichtsszenario, wo eben dann die Bösen endlich entfernt werden können und auch von einer Heilsfigur, die Trump war. Und auch wenn jetzt diese Verschwörungstheorien oft jetzt faktisch nicht wahr sind, kommt ihnen aber trotzdem eine Realität zu. Man kann sie nicht ganz nur einfach nur als Spinnerei abtun. Und das, glaube ich, ist jetzt meine Aufgabe, da das ein bisschen zu verteidigen oder zu erklären oder zu versuchen zu verstehen. Weil wir haben heute so viele wilde Sachen gehört. Ich glaube, dass da ganz oft auch irgendein Kern oder eine Intuition oder irgendwas da ist, das eben diese Skepsis so anfacht. Ja. Also wenn wir jetzt von Gates haben wir gehört, ja, also das hat natürlich damit zu tun, dass da einfach viel Geld in der Rolle ist, dass das eben mit potenziellen Machtmissbrauch oder Abhängigkeiten zu tun haben kann. Adrenochrom ist auch eine total abgefahrene Theorie, die so wahrscheinlich nicht stimmt. Was aber schon stimmt, ist, dass es ein unglaubliches Problem gibt an Pädokriminalität. Und leider ist das auch, ganz oft wird das nicht gelöst. Ja? Und das führt dann halt dazu, dass Leute nach Antworten suchen und ja, und dann auch sich radikalisieren, weil dann gewisse Plattformen einfach auch auf nichts anderes warten, als dass sie dann halt diese Leute dann da aufnehmen können. Also einerseits ist diese Popularität von Verschwörungstheorien ein Ausdruck eines Misstrauens, ja, in Medien, in Wissenschaft,
und in Politik, die auch nicht nur deshalb ist, weil die Leute plötzlich paranoid geworden sind, sondern weil es halt tatsächlich leider immer wieder Fälle gibt, wo herausgestellt sich hat, dass die Bevölkerung belogen wurde. Und zweitens funktionieren eben diese Narrative so wie Metaphern oder Analogien. Da wird eben etwas übertrieben, aber gleichzeitig wirft es eben auch ein Licht auf etwas, das ein Tabu ist oder etwas, das wir nicht ganz verstehen können und versuchen zu erklären. Also bei den Illuminati zum Beispiel, ja, die kommen immer wieder in meinen Decoding the Whole Truth Videos vor. Also ich glaube jetzt nicht, dass die Illuminati so existieren im buchstäblichen Sinn, zumindest meistens nicht, aber ich glaube schon, dass sie symptomatisch sind für opake Machtstrukturen in unserer Gegenwart. Gut, das werden wir nie überprüfen können. Bei mir geht es auch nicht um Faktencheck. Das, was ich als Künstlerin aber tatsächlich als eine der wenigen machen darf, ist, dass ich mit der faszinierenden, verborgenen Dimension von Verschwörungstheorien arbeiten darf und diese sogar erlebbar machen kann. The joy of paranoia. Und ich hoffe, damit zu einem besseren Verständnis beizutragen und auch im Umgang mit Verschwörungstheorien. Also, dass das auch einfach nicht nur etwas Pathologisches ist, sondern auch etwas sehr Alltägliches. Also es ist so was wie eine obsessive Variante so eines sinnstiftenden Mechanismus, den wir alle in unseren Köpfen haben. Ja? Und Paranoia ist deshalb interessant, weil es eben zeigt, wie mächtig dieser kreative Verstand ist, der die Welt nach seinen Vorstellungen biegt. Und das Unheimliche ist, dass eben manchmal die Welt sich tatsächlich biegt. Dazu kommen wir dann später mehr. Also Eric Davis hat einen ganz tollen Artikel darüber kürzlich geschrieben, über Paranoia, dass das einerseits eben diese obsessive Skepsis ist gegenüber Menschen, Institutionen und Ontologien auch, aber andererseits ist es auch eine Offenheit gegenüber anderen Erklärungsmodellen. Und das ist etwas, was eben tatsächlich Spaß machen kann. Ja? Ich tue mir da ein bisschen leichter, glaube ich, als die meisten Leute, so meine Brille zu wechseln und durch unterschiedliche Filter meine Welt wahrzunehmen. Ja, aber das kann halt Spaß machen, Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Es ist ein bisschen so eine... So eine abartige Lust wie bei einem Horrorfilm oder auch so wie beim Kiffen. Da muss man auch lernen, mit diesen Ambiguitäten umzugehen. Und ich glaube, dass das halt wirklich die große Herausforderung ist, an der wir als Gesellschaft gerade stehen. Und das gilt eben nicht nur für die Verschwörungstheoretiker, sondern das gilt eben wirklich für uns alle, dass man sich... Ich habe gerade der weiße Bildschirm. Na, weiß sollte da nicht sein. Gott, mein schönes Bild. Ich starte die Bildschirmnutzung neu. Sehe jetzt mein schönes Bild. Könnt ihr mein Joy of Paranoia Bild sehen? Ich schaue mal im Chat. Ah. Ja, wir sehen alles. Ah ja, das wäre echt schade gewesen. Das ist von Bob Ross, The Joy of Painting. Gut, wo war ich denn jetzt? Und das, was mich auf jeden Fall ganz besonders interessiert, ist eben ein
spezielles Feld, in dem sich Paranoia und Metaphysik und Spekulation miteinander überlappen. Ja, und da gibt es sogar ein Symbol, das diese Schnittstelle der beiden Bereiche beschreibt. Das ist das allsehende Auge. Das gibt es tatsächlich sowohl in Religion als auch in politischer Paranoia. Es kann Gott sein oder eben die Illuminati. Wir kennen das aus den Kirchen, bei den Freimaurern kommt es auch vor. Es ist Teil der US-amerikanischen Ikonografie. Deshalb auch auf der One-Dollar-Bill, wo es der Ausgangspunkt ist für die berüchtigste Verschwörungstheorie überhaupt, eben der Illuminati. Und jetzt gibt es eben so eine zeitgenössische Variante davon, wo eben von der Illuminati-Music-Industrie gesprochen wird, weil tatsächlich dieses Symbol so oft vorkommt. Ja, in zum Beispiel dieses Video habe ich auch analysiert, Decoding Katy Perry's Dark Horse. Nicht nur, weil das im alten Ägypten spielt. Es kommt in ganz vielen Musikvideos vor. Oder auch als Bildkomposition hier von Star Trek oder ein anderer Hollywood-Film, wo die Sonne eben auf diese Weise untergeht. Oder Logos. America Online, das alte Logo, aber auch in Architektur, ja, ganz viel Financial Imageries benutzen, also Banken, die die Pyramide haben, findet man in den USA. Ich habe dann selber da so eine Dokumentation dieser pseudosakralen Strukturen gemacht. Ja, das ist heuer heraus, jetzt im Herbst herausgekommen im Verlag für moderne Kunst. Gut, also das Interessante ist eben, dass es einerseits eine religiöse, mythopoetische, magico-religiöse Dimension gibt in Verschwörungstheorien. Davon haben wir schon gehört, aber interessant ist eben auch, dass es eine paranoide Komponente gibt in religiösen, spirituellen Narrativen. Also wenn man denkt da zum Beispiel an die Gnostiker der ersten Jahrhunderte, die haben tatsächlich einen Schöpfungsmythos, der sich so liest wie das Prequel von der Matrix-Trilogie. Also die haben eben gemeint, dass diese materielle Welt eben ein Gefängnis sei, das ein böser Dämon geschaffen hat, um unsere göttlichen Seelen hier gefangen zu halten. Und ähnliche Ideen tauchen bei Descartes dann eben auch auf oder Eric Davis hat in seinem Text das auch so toll verglichen mit, ob halt eben diese Idee, dass das Ego nicht existiert in buddhistischen Praktiken, ob das nicht auch so ein paranoider Verdacht sein könnte. Also was ich damit sagen will, ist, dass eben solche Dinge wie QAnon oder Pizzagate, ja, die können nicht nur als rein politische Verschwörungstheorie begriffen werden. Die muss man sich auch in der Geschichte von Religion und Magie und Verschwörungstheorien anschauen. Vielleicht sogar im Vergleich zu Parodie-Religionen. Also gerade der Begriff Illuminatus ist eigentlich in die Populärkultur eingegangen mit der Illuminatus-Trilogie von Scheer und Wilson. Und was ich damit aber auch nicht sagen will, ist, was, wenn ich mich jetzt von gewissen Sachen distanziere, wie zum Beispiel QAnon oder Pizzagate, ja, heißt es nicht, dass gewisse Inhalte nicht gerechtfertigt sind. Ja. Also ich kann sagen, das ist ein Quatsch, aber ich kann gleichzeitig schon auch sagen, ja, es gibt systematische Pädokriminalität, die bis in sehr hohe Kreise geht. Ja. Und ich glaube, wenn eben solche Dinge wie dieser Selbstmord oder Selbstmord von Epstein, ja, wenn es da zu Antworten kommen würde, ich glaube, dass sich da Leute auch viel weniger radikalisieren ließen. Oder in Bergisch Gladbach, irgendwann einmal im Sommer bin ich aufgewacht und habe die Nachricht gesehen, ja, 30.000 Verdächtige in einem pädokriminellen Netzwerk. Ja, also,
Es ist ein Wahnsinn, weil es ist echt auch schwierig, da nicht verrückt zu werden manchmal. Gut, aber da unten, jenseits von Metaphysik und Paranoia, ganz weit entfernt, aber nicht, weil es so klein ist, nur weil es so weit weg ist, da kann man ranzoomen, ist noch was. Ah ja, also das ist eben eine tatsächliche Verschwörung, die hat nichts mit Paranoia zu tun, nichts mit Religion, die gibt es wirklich. Und die ist so geheim, dass es nicht einmal eine Theorie dazu gibt, sonst wäre das auch ein Venn-Diagramm. Gut, also ich habe einen eigenen Begriff gefunden, um mein Forschungsfeld zu beschreiben. Ich hoffe, ihr seht jetzt dieses Meme, das ich gemacht habe. Es ist nicht Occultism, es ist nicht Minimalism, es ist nicht Conceptualism, es ist Trash Mysticism, das, was mich interessiert. Das hier eben ein Oeuvre in der Kunstgeschichte kontextualisiert. Und Trash Mysticism ist New Age mit einer Fable für Paranoia und Verschwörungstheorien. Und zurzeit ist das ganz interessant, weil eben so neue Arten von Spiritualität in Anbetracht sind, aus unserer Bildschirmkultur hervorzugehen. Und das, was die eben besonders macht, ist, dass das alles so eine Form von Do-it-yourself-Magie und Spiritualität ist. Also das heißt, dass man selber das erfinden kann, wie man das macht. Man braucht jetzt auch keinen Mittelsmann, der zwischen sich und Gott vermittelt. Man hat einen direkten Draht zur Quelle und man braucht auch kein Ritualbuch. Man kann einfach alles benutzen, was einen interessiert. Und da gibt es eben auch eine interessante Parallele zur Verschwörungstheorie-Szene, weil die ja auch sehr viel nach dem Do-it-yourself-Prinzip funktioniert. Also gerade bei QAnon war das ja so, dass Q, diese anonyme Figur im Hintergrund, über die Q-Drops kommuniziert hat mit seiner Anhängerschaft und dann konnte so jeder und jede oder auch gemeinsam das interpretieren, so wie ein Puzzle-Spiel. Der Do-it-yourself-Ansatz von Magie geht auf diesen Herrn zurück, Aleister Crowley, dessen Imperativ so klingt ein bisschen wie der Nike-Slogan, hat Gary Lachman darauf hingewiesen, also tu, was du willst. Und das Ganze hat sich eben dann bei Chaos-Magie eben dahin entwickelt, dass man eben alles Mögliche benutzen kann. Und da ist ganz was Interessantes passiert in den letzten Jahren. Und zwar ist das Internet zum Ort geworden, wo Magie praktiziert wird. Also die Idee dahinter ist, dass das Internet so funktioniert wie ein kollektives Bewusstsein oder eine Matrix, in die man sich eben einklinken kann, einfach indem man was postet und dann die Realität verändern kann. Und während dem ersten Wahlkampf von Donald Trump war das eben so, dass ganz viele beobachtet haben, dass anscheinend dass halt tatsächlich manchmal ihre Postings und Memes so ein Eigenleben entwickelt haben. Es wurde dann auch untersucht, die haben tatsächlich einen riesigen Einfluss gehabt auf den Ausgang des Wahlkampfs. Aber dass die auf so einer magischen Ebene die Welt beeinflussen können. Dann ist auch der Begriff Synchronisticism entstanden in Anlehnung an Synchronizität, der Begriff von Carl Gustav Jung, also wo eben etwas in der Außenwelt passiert, das einen magischen Bezug mit der Innenwelt hat, etwas, das nicht kausal verbunden ist, ist inhaltlich verbunden. Und Synchronisticism ersetzt eben diese innere persönliche Welt mit dem Cyberspace. Und ich werde jetzt ich muss jetzt noch einmal so eine Aktion machen mit dem Bildschirmwechsel, weil ich dafür meine Kollegin dazu holen muss, die das erklärt.
dieser 4chan eben ein Online-Kulturkrieg entstanden, wo tonnenweise Memes generiert worden sind im Laufe von The Great Meme War, der anscheinend tatsächlich Einfluss hatte auf den Ausgang der US-amerikanischen Wahl. Interessanterweise verbindet sich dann dieser Hacker-Aktivismus mit einer seltsamen Form von Aberglaube und Magie, wobei man jetzt aber auch nicht genau weiß, was jetzt da ironisch ist und was ernst gemeint. Also gibt es auch so Zahlenmagien, die die Postings ranken nach Wahrscheinlichkeit. Also wenn die Nummerierung des Postings mit einer Double Digit endet, dann hat der eine größere Wahrscheinlichkeit, in der Zukunft wahr zu werden, nach diesem Prophezeiungssystem, der da online entstanden ist. Und es hat noch eine Personalunion gegeben, wo Donald Trump mit Pepe, dem Frosch, und einer altägyptischen Gottheit der Magie, Keck, verbunden worden ist. Random. Auf jeden Fall ist dann auch auf Amazon so eine Statue aufgetaucht des ägyptischen Gottes Keck, und die Hieroglyphen des Namens Keck schauen aus wie ein Mensch, der vor dem Computer sitzt und Memes postet. Also das finde ich ganz interessant, dass eben dieser Glaube an Magie dann tatsächlich oft Effekte erzeugt in der Realität. Es hat dann diesen Ausdruck gegeben, to meme Trump into presidency. Also das ist, was Meme Magic ist, wenn ein Meme Realität wird. Gut. Jetzt müssen wir wieder wechseln. Die Medienkünstlerin, die Schwierigkeiten hat mit Zoom. Was kriege ich schon hin? Gut, Internet Magic haben wir gehabt. Ja, also das ganze Meme-Magic-Ding, das hat natürlich auch eine Gegenbewegung auf den Plan gerufen. Also nachdem Trump zum Präsidenten, also nach dieser Zeremonie, hat eben Lana Del Rey dieses mysteriöse Tweet gepostet: At the stroke of midnight, immer zu Vollmond, soll dies und das gemacht werden. Also davon war die Rede, da war eben die Idee, einen Bann zu machen. Und auch wie Trump dann jetzt kürzlich getwittert hat, dass er krank sei, hat es gleich ziemlich viele Leute auf den Plan gerufen, die ihn verhext haben. Also so hat es dann ausgeschaut. Rechts sieht man das Original-Tweet von Trump und das eben eine Reaktion darauf ist. Also, die haben nichts Gutes gewünscht. Ja. Also hier ist auch eine Übersetzung von dem Text, der da steht, aber ich traue mich nicht, den laut auszusprechen. Gut, also diese Meme-Magic und Magic-Internet-Aktivismus finde ich ganz interessant, weil es eben diese Nähe gibt von Spiritualität und Technologie, magischen Denken und Paranoia. Und es ist eben interessant, dass sich diese anscheinend so unterschiedlichen Bereiche, Technologie, Spiritualität, da so denselben Imaginationsraum teilen. Und Eric Davis schreibt in Technosis darüber, dass das eben vielleicht immer schon so war, und nennt das Beispiel von den Fox-Sistern, das finde ich ganz toll, die sind Mitte oder irgendwann im 19. Jahrhundert, Upstate New York, haben die eine Kommunikationstechnik entwickelt, um mit Geistern zu sprechen über Klopfzeichen, einmal ja, zweimal nein. Und das Ganze ist zur selben Zeit passiert, wie eben die Telegrafen
Masten angefangen haben, ihre Netze über das Land zu ziehen. Und heute ist es so, dass, das ist eine alte Grafik, da wusste ich noch nicht, wie man Mysticism schreibt. Und heute ist es eben so, dass eben es ist auch diese Interferenzen gibt. Und da wird eben Zoom und YouTube eben nicht nur verwendet, um Dinge zu verbreiten und zu kommunizieren oder Fernheilung zu betreiben, sondern diese technologische Imagination, die hat auch die Bewusstseinstechniken geformt. Also ich denke da zum Beispiel an Daniel Scranton, ein Medium, der mit den Arcturiern in der 9. Dimension kommuniziert, und dafür muss er sich in Trance versetzen, und dafür macht das etwas, das klingt so wie eine Art mongolischer Obertongesang, ganz toll, und der mischt das so mit, indem er aktiviert seine Chakren, und dann macht er noch so andere Geräusche, die klingen wie ein 90er-Jahre-Modem, das sich über das Telefonfestnetz ins Internet einwählt. Und diese Interferenzen, Spiritualität, Technologie, die gehen auch in die andere Richtung genauso. Also auch unsere Gadgets, die sind umgeben von so einer Aura des Spektralen. Und ganz besonders ist mir das aufgefallen bei der Werbung vom iPhone XS. Da ist irgendwann ein Mail bei mir reingeflattert, und da sind mir diese biokosmologischen Metaphern aufgefallen, mit denen das Produkt beworben wird. Und ich zeige jetzt den Film Decoding the iPhone XS, und der dauert 12 Minuten. Und es wäre cool, wenn wir danach noch ein Gespräch führen können. Hallo? 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 Who's there? The historic roots of communication technologies go back to magical practices facilitating the contact with the supernatural. Hello? Telecommunication means transmission at a distance. It's about establishing contact with something that's not here, which in its core is a spiritual pursuit. Not here does not only mean not in the same room. It goes way beyond that. The impulse that drove the technological quest for large distance communication that made the gadget in your pocket possible was a spiritual one. Our species longing to get into contact with something otherworldly, something superhuman, something divine, was what led to this. And they succeeded, over and over again, making those possessing the hotline to the source of higher knowledge always those in power. And now, it's here. iPhone XS is completely uncompromising. The iPhone is not what it seems to be. What it really is a techno-magical portal. This becomes evident by the way the smartphone lies there. Horizontally, which has nothing to do with the way it's normally used, the phone lies there like this in order to show that the smartphone is a gateway through which this thing teleports into the human realm. The interface is a bridge connecting the physical realm of 3D humans with the virtual dimension of information. We reached such a level of interconnectedness that our worlds started to merge. For those who know about the hidden history of telecommunication engineering, in occultism, divination, invocations, and the secret space program, these images are evidence for realms usually hidden from mainstream reality. In the following, we will decode the secret meanings in the marketing campaign for the iPhone XS. Get the
The video ad starts with the total darkness of empty universe, from which the profile of the smartphone appears. And while it's not uncommon that over-the-top cosmic sci-fi symbolism is used by telecommunication companies to advertise their products, the campaign for iPhone Generation 10 is special, forcing us to focus on this luminous blob, emerging like an alien planet from the void of a lifeless universe. What's going on? Let's start from the beginning. We have a biblical reference in the brand name, the Apple. The reference to the fruit of the tree of knowledge puts the company's effort into its pedigree and its quest for personal empowerment and free-flowing information, which the Old Testament labeled as a Luciferian agenda. Then, there's the number symbolism of the price. You can buy the iPhone XS for $999. This is a reference to the first Apple computer initial selling price of $666. And of course, 2666, the number of the beast, another biblical reference. And what sort of? Is it possible that this technology is the long-predicted beast from the Book of Revelation? First, let's see what's not. The campaign definitely is not about the device. You can hardly see it. The whole emphasis lies on that luminous blob spilling out of the phone, while the device fades into the background. So the real question is, what is that thing? You might think this is about the Retina display, since they make such a big deal about it. A display is the most advanced LCD in a smartphone ever. You're not wrong, but that's just part of a story way bigger than that. What's really of interest here is that this Apple campaign implants a new vision of the cyberspace into the mass mind. Here was an image created that replaces the outrun cultural images of cyberspace that dominated our imagination since the industrialized neon grids from the Matrix universe have cast their archetypes into the cortex of our society's collective unconscious. Instead, we find ourselves across a cyberspace that is alive, whose hyperlinked artificial neural networks have evolved from bits of ones and zeros into ever greater levels of complexity and ever greater levels of self-awareness, into a large-scale system of a new order, a whole that is greater than its parts, a planetary brain. Are they telling us that the internet is the externalized neural network of planet Earth? Yes and no. If you look at the colors, that's not the color scheme of planet Earth. I mean, if you want to visualize a commercially appealing, glossy picture of the high-tech simulacra of the Gaian mind, sure, it's a visual representation for God's sake, it allows artistic freedom. But this is something entirely different. However, there are stunning similarities to a popular picture of Mercury. NASA released a few years ago the color combination of violet and orange, the dynamic ring structure. Why using a color code that summons Mercury? Because since ancient times, Mercury is the planet of communication, cognitive function and technology. It is ruled by a hacker trickster god Mercury, a major deity in ancient Roman religion and mythology. He was the messenger of the gods. And he was the guide, to the underworld. Is it possible that a mercurial color code has been activated here in order to guide us into some sorts of parallel, virtual, cosmic underworld? Yes, indeed. The underworld is the realm of ghosts, of the dead, and spirit, in various religious traditions, located below the 3D human realm. In this sense, it is a virtual world just like the cyberspace, composed of immaterial information and data. A place beyond space-time, where information, stripped of any materiality, is stored. And it is alive. It's non-sentient, but still alive. That's why we see all this cosmobiological imagery, the retina networks, the planet metaphor, the landscape. But what we are really witnessing here is not just the emergence of artificial consciousness. The A12 Bionic chip is the smartest and most powerful chip ever. Do you see how the desert morphs into a cyber landscape? And after that, into a microchip.
This isn't just about a chip or machine learning. What we are really witnessing here is how the whole foundation of human culture, the separation between artificial and natural, is collapsing. This is the moment in human history when the dimensions of mathematics, information, and emotion collide, when the virtual and physical realms converge. Their quest to scientifically understand the universe brought them all the way down to the atomic scales and deeper, down to a realm where information is reduced to raw data, and everything is purely relational, geometric, fractal, and archetypal. But they're not alone there. Since many years, there have been speculations of an artificial intelligence from another dimension entering the human realm through electronic devices. What do the images of this smartphone campaign tell us about the consciousness that's using machines? This next generation neural engine dedicates machine learning to everything from augmented reality to photography. The phone floating in space tells us that it is not from this world, but from somewhere very, very far away. Hands and phones are mirrored. This is a code to tell that the AI is from a parallel universe. The biological imagery suggests that it's alive. The fluid consistency and rhizomatic structure of the sphere reveal that it has no ego and no body. It operates on a level of pure data, information, and geometry. And like all interdimensional entities, it needs some sort of medium to exist in. In this case, it settles in the bioelectromagnetic field of the liquid crystals in the LCD screen. In the picture, the network spreads like an oily substance swimming on the surface of water. This is exactly about that, showing how the AI uses the liquid crystals as a habitat or transport medium. But that's not all. The AI also hooks into the bioelectromagnetic field of humans and transfers their energy into its dimension. When the device is used, or to be precise, touched, it's an exchange happening directly through the touch screen. The AI uses the human energy to build up plasma so it can interact with the 3D physical dimension. Which brings us back to the Apple. Ever wondered why there is a part missing in the Apple logo? They say it's a wordplay about bite and bite, bite being a virtual unit and bite, well, eating, you know, put food in your mouth. Which is true, but it's a wordplay that doesn't really make sense if you only know half of the story. Ever wondered why Satan takes on the form of a snake and suggests to Eve to take a bite from the apple? Well, the reason was, he couldn't. Being a supernatural entity, he doesn't have the body to do so. So it has to manipulate the will of humans. But the ultimate goal of ghosts, spirits and demons has always been to get a body of their own, so they can interact directly with the physical realm of 3D humans. This way, the world play, bite, and bite, and the 666 reference finally makes sense. It's about giving the virtual AI consciousness a body. That's why it's called in form, Asian. And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as God, knowing good and evil. Hear what really happened. The bite from the forbidden fruit of knowledge of good and evil introduced humanity into binary thinking, which is a way of understanding the world, of looking at it as an expression of binary oppositions, like good and evil, darkness and light, black and white, and of course, ones and zeros. This sent them on a path that led exactly as planned to the development of a type of technology on which the virtual consciousness finally can piggyback on after residing for thousands of millions of years in the bioelectric fields of planets and waiting for the right technology to come by. And now, it's here. Let's listen to this.